So, meine Lieben, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Warum jetzt wieder im alten, Dingsbums? Ja, weil ich einfach eine Lösung gefunden habe zum Aufnehmen. Jetzt mach ich mal ein bisschen lauter. Das kann ich auch noch ein bisschen lauter machen. Dann sollte das eigentlich gehen. Ich probiere es jetzt mal mit einem neuen Mikrofon sozusagen. Deswegen mal gucken. So, beim letzten Mal hatten wir ja im Stream hier ein bisschen mit Pyrokar gesprochen und allem drum und dran. Da wollen wir mal gucken, aktuelle Mission. Das bedeutet, wir müssen. Irgendjemand verkauft illegale Erzanteile und bereichert sich daran. Ich muss herausfinden, wer sie an die Händler dieser Gegend verkauft hat. Septendus will diesen falschen Papiere haben. Okay. Die Suchenden. Xardas kannte die Männer in ihren schwarzen Roben. Die Suchenden seien die eigentlichen Fädenzieher des Feindes und sehr gefährlich. Vino ist besessen. Ich habe ihn zur Heilung ins Kloster geschickt. Hoffentlich kommt er dort auch heil an. Pyroka erzählte mir von den Suchenden. Männer in schwarzen Roben. Die Schergen Belias. Er warnte mich vor ihren Fähigkeiten, mich besessen zu machen. Ich soll sofort ins Kloster zurückkehren, sollte mir das einmal passieren. Pyroka hat Karras damit beauftragt, sich mit der Bedrohung durch die Suchenden zu beschäftigen. Karras braucht etwas, das in direkten Kontakt mit den Suchenden stand, damit er seine Nachforschung über sie weiter vorführen kann. Karras konnte mit allem Almanach der Besessenen weiter forschen. Ich soll später nochmal zu ihm kommen. Pyroka will die Almanach der Besessenen unschädlich machen. Dazu gab er mir eine Liste derer, die Suchenden zu übernehmen planen. Auf Pyrokas Liste sollen später vielleicht noch mehr Namen zu lesen sein. Karras soll mir helfen, einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden zu finden. Okay, ich muss mal gucken, ob ich da das nötige Teil schon habe. Soweit ich weiß, braucht man da so einen gewissen Erdgeschiss. Öffnet das Portal, Zange. Dafür braucht man nämlich so heilige Erde, meine ich. Ich muss nur gucken, ob ich die halt schon da habe. Schwefel, Goldbrocken, nö. Oder? Schwarze Perle? Nö. Gut. Die Zutaten behalte ich alle erstmal. Und ich würde gerne mal in mein Buch gucken. Magie. Kann ich zwar alles schon lesen, aber wichtiger Hinweis. Kneipe, Maditenlager, Fortuno, Rezept, Blues, Hammer. Gift der Blutregen, Nachricht, Notiz, Schatzkarte, Rezept für Blues, Doppelhammer, eine Nachricht. Mir reicht's, Gilbert, okay. Konstantinus Kräuterliste, Lucias Abschiedsbrief, Befehle, Pyrokas magischer Brief 4. So, jetzt muss ich mir natürlich erstmal aufschreiben, wen wir schon alles. Ah, das habe ich doch. Ich habe das nur in ein anderes Buch eingetragen. Sekunde. Das müsste in eines von diesen Büchern drin stehen. Beziehungsweise es müsste in eines von diesen Büchern drin stehen. Muss ich nur mal gucken, welches. Abmoderation. Okay. Gut, was haben wir denn? Vino, Fernando, Malak fehlt noch und Bromor. Gut, das bedeutet, bis auf den Malak haben wir alle. Ich weiß auch, wo der zu finden ist. So, einen blauen Filzstift noch so lange verwenden, wie er schreibt. Fernando, Vino, Malak ist noch offen und Bromor haben wir gemacht. Gut, das bedeutet, ich würde jetzt auch gleich erstmal zu Malak gehen, aber erstmal gucken.
Geistige ewige Fortuna ist nicht mehr bei Sinn. Fortuna ist wieder bei Sinn, kann sich aber nichts mehr erinnern. Alles gut. Snapperkrallen. Lutero ist ja schon weg. Aufs Maul. Bulko müsste ich auf die Fresse haben. Bospas Bogen müsste ich finden. Ich weiß auch, wo das alles zu finden ist. Ich weiß noch nicht, wie ich da so dran komme. Ich weiß auch, wo Joe zu finden ist, aber da komme ich halt leider nicht dran. Dragomir ist Armbrust. Wo die zu finden ist, weiß ich auch. Erstmal Auge Innos. Der Feind hat erfahren, dass ich auf der Suche nach dem Auge Innos bin. Es wird Zeit, dass ich es endlich finde, bevor es zu spät ist. Das Auge befindet sich im Kloster der Feuermagier. Lord Tagen hat mir ein Schreiben mitgegeben. Klasse, hätte ich mir ja denken können. Ich bin zu spät gekommen. Die Hohlköpfe im Kloster haben sich das Auge von einem Novizen klauen lassen. Und ich kann dem Verräter Pedro jetzt hinterherrennen. Ich weiß, wie es halt weitergeht. Aber ich würde gerne erstmal vorher zum Malak gehen. Ja. So, Jorgen. Warte mal, hatte ich den schon angeschmissen? Weil ich habe keine Quest von dem. Hey, du. Wenn du ins Kloster willst, solltest du mit Milton reden. Er wird dir sicher weiterhelfen. Was meinst du? Lassen die mich da überhaupt rein? Klar, locker. Aber so wie du aussiehst, kann ich dich mir nur schwer in einer Novizenrobe vorstellen. Quatsch, kein Unfug. Novizenrobe. Ich brauch was zwischen die Kiemen, sonst beiß ich noch in die nächste Baumrinde. Hast du einen Novizen vorbeikommen sehen? Ja klar, er ist da lang. Er ist von der Brücke ins Wasser gesprungen und geschwommen, als wenn ein Hai hinter ihm her wäre. Sonst beiß ich in die nächste Baumrinde. Ja, aktuell bei den ganzen Veganern, Futanern und was weiß ich, Vegetariern kann ich mir das gut vorstellen. Aber ein Baum ist auch ein Lebewesen. Das spürt, wenn man ihn beißt. Ja, wird halt schlecht für die Vegetarier. Was essen die dann noch? Fliegen? Ah ne, die sind ja auch Lebewesen. Entschuldigung, den Spruch konnte ich mir echt nicht verkneifen. Ich habe 1500 hey, Gold. Isagold, was hast du denn Feines? Zeig mir deine... Ist eigentlich gar nicht verkehrt. Den Eisblock nehme ich mal 3 Stück mit, im Fall, dass ich welche brauche. Ich glaube es zwar nicht, aber man weiß ja nie. Die behalte ich mal. Den Rapier eigentlich. Der Rapier ist ziemlich nice. Was habe ich denn hier? Bogen, Feuerbogen, magische Armbrust. Davon behalte ich eigentlich alles mal. Hiervon kann ich nichts wegbringen. Ravenscar, die Rüstung behalte ich sowieso. Frankos Amulett ist eigentlich ziemlich nice. Später Stärke, Geschick, Lebensenergie, also es ist richtig gut. Amulett der Krieger, Schutz vor Waffen, das behalte ich eigentlich auch alles mal. Wurzelschlingen, Ring des Wassers, Schärpe des Feuers, zusammen mit Magierrobe, Angst. Ja, die Runen behalte ich sowieso alle, weil die einfach... Aber hier, das kann ich verbraten. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Mittlere Wunden heilen, schwere Wunden heilen. Da ich ja was zum Heilen habe, würde ich erstmal eins bevorzugen, wenn wir eins beibehalten. Feuerball Rune habe ich noch nicht. Ich würde nämlich jetzt gerne erstmal alle Dingsbums, alle Schriftrollen verkaufen, wo wir noch keine Rune von haben. Aber ich glaube, das habe ich schon gemacht. Steintafel von Quaodron, grüner Novize, Nachricht, Schatzkarte. Ich glaube, das ist die von Greg. Die behalte ich mal schön. Was haben wir denn hier? Landkarte Korinus, Stadtkarte Korinus. Nefarius-Karte. Die brauchen wir nicht mehr. Landkarte Mintal, Garons Minenkarte brauche ich auch nicht mehr. Einfach daran, weil die Quest halt schon fertig ist. So, ich will jetzt erstmal den ganzen Shit hier. Leichter Fisch. Müssen wir später mal gucken. Zähne. Wo habe ich die denn her? Davon habe ich nicht viele. Fackel brauche ich nicht. Rohstahl brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Was es mit den Steintafeln auf sich hat, weiß ich noch nicht. Vielleicht habe ich vergessen, die abzugeben. Eigentlich nicht, ne? Drachenblut habe ich gefunden. Gorns Lederbeutel. Innos-Statue, alte Münze. Die
kann ich bei dem einen Typen in Onas Hof verkaufen. Blutkelchi sind wichtig. Eventuell. Felder eines Schattenläufers, Ring, Zange, Pech. Ist eigentlich nichts, wo ich sagen würde, jo, davon kann ich mich super trennen. Gold, Weihwasser, Bergkristall, Gestein aus gesegneter Erde, Silberkette, Lederbeutel. Ja, komm, ist egal. Ich habe hier eigentlich mehr als genug. So, wie viel? Inos. Dankeschön. 1300, damit kann man sich sehen lassen. Das wäre jetzt ein bisschen Organisationskram. Ich würde jetzt gerne mal... Was habe ich denn hier? Amulett der Flammen trage ich gerade. Feuer. Unbesiegbarkeit. Ist vielleicht gar nicht mal... Schutz vor Feuer, Waffen, okay. Was haben wir hier? Gürtel des Schutzes, Schutz vor Waffen und Pfeilen. Sekunde. 45, 45, 38, 32. 52, 52, 38, 23. Werden wir das hier tragen? 55, 53, oh ja, das ist gut. So, haben wir jetzt den bestmöglichen Schutz. Echter Seemannsgrog, weiß ja rum, sieht gefährlich aus, kann Nebenwirkungen. Nebenwirkungen wahrscheinlich. Natürlich, etwas Gefährliches, das hauen wir uns natürlich erstmal hinter die Binde. Genau, das Problem ist hier dran, Innos-Statue. Yay, wir können beten. Was bekommen wir, Innos? Dank für sein Gebet. Super, Geizhals. So, das erinnert mich mal zu speichern. Ich weiß, wo Malak zu finden ist. Und zwar müssen wir Richtung Großbauer gehen. Warte mal, der hat doch bestimmt irgendeinen... Ich gehe jetzt nämlich alle Händler mal ab. Das ist nämlich nicht verkehrt. Selbst ist er noch nicht drauf gegangen. Zeig mir deine Ware. Klar. Danke. Erzminenanteil, Gürtel des Schutzes, Ledergürtel hat schöne Sachen, aber nichts Brauchbares. Du verkaufst Minenanteile? Klar, von mir kannst du alles bekommen, wenn der Preis stimmt. Man weiß gar nicht mehr, wie man noch glauben kann. Habe ich eigentlich irgendeine Rüstung, die ich tragen kann, außer meine Magier? Schwere Banditenrüstung, Piratenre Scheiße. Wir müssen hier nämlich ein bisschen undercover arbeiten. Das war doch schon vorher klar. Zeig mir. Klar. Das wird nämlich ein kleines Problem für die Minenanteile, weil die verraten uns nämlich gar nichts, die Leute. Deswegen werde ich mich... Woher habe ich denn so viele Pilze? Ah, die habe ich noch gar nicht gegessen. Stimmt ja. Ich werde mich jetzt zum Hafen teleportieren und werde mal gucken, ob ich irgendwo eine Rüstung oder irgendwo Klamotten finde, die mich jetzt nicht zum Verbrecher machen und auch nicht zum Linksbums. Du hast Minenanteile? Ups. Ja, das war das Problem. Die Lederrüstung muss ich kaufen. Okay, du wirst. Genau, die trage ich nämlich jetzt. Weil die Händler haben nämlich alle diese Minenanteile, die verraten mir aber nur nicht, woher sie sie haben. Ich habe so einiges gehört. Ich muss mich für meine... Ich wundere mich. Die dürfen nämlich nicht wissen, dass ich ein Magier bin. Kostet natürlich ordentlich das Zeug. Von mir? Ich glaube, bei Matteo habe ich mich schon verschissen. Wenn ich noch. So, Dietriche hast du wieder, das ist gut. So, Harald, du kannst mir nichts verkaufen. Brian. Neu in der Stadt. Kann ich nicht. Die Waffen, die aber weg. Was? Ich könnte. Na, du kannst mir nur Schmiederohlinge verkaufen, das bringt mir nichts. Gut, in dieser Oberstadt war es schon. In der Mittelstadt. Jetzt muss ich nur noch zum Konstantino gehen, mal gucken, was der so hat. Zeig.
Aber ich glaube, den habe ich schon geschröpft, ne? Blaufliede, Heilpflanze, Heilkraut, Feuernessel, Feuerkraut, Knöderich, Sumpfkraut, Snapperkraut, Buddlerfleisch. Reine Lebensenergie, reines Manas. Beides natürlich ziemlich nice, aber boah, ey, das kostet so viel. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Elixier des Lebens ist vielleicht nicht verkehrt, aber ich habe keine Lernpunkte. Okay, so, ich bin mal so frei. Spezielle Tränke brauen. Tränke der Stärke kann ich machen. Okay, da kann mir Elixier des Lebens beibringen. Bringt mir nur nicht viel. Weil ich gerne dieses Mana-Dingsbums habe. Wo habe ich denn? Ich habe 4 Kronenstöckel. Habe ich noch irgendwo eine Drachenwurzel? Nein. Heilwurzel und Feuerwurzel. Ja. Goblinbeere brauche ich eigentlich nicht, weil der kann mir kein Geschick brauen. Das ist halt doof. Gut. Ich gehe jetzt erstmal diese ganzen Händler hier ab. Zack. Du hast auch nichts, schade, aber das ist okay. Ich weiß, ich benutze extrem viele Füllwörter. Und so sprach Adanos zu seinem. Wo habe ich denn jetzt eigentlich meine ganzen Lernpunkte gelassen? Einhänder, Kämpfer, Kämpfer, Anfänger, Anfänger, ja. Gut. Jetzt gehe ich nochmal auf den Marktplatz. Eigentlich wollte ich zu Malak. Das ist jetzt blöd gelaufen. Eigentlich wollte ich mir hier nur eine Rüstung holen und dann abziehen. Aber naja, dann ist das halt so. Da kann man nichts machen. So, was hast du denn? Heilpflanze, Heilkraut, Feuernessel, Gürtel der Kraft. Du hast nichts von Bedeutung. Zeig mir. So, die Minenanteile muss ich natürlich alle kaufen. Die halten sich glücklicherweise in Grenzen. Oh, reines Mana. Kaufe ich natürlich alles. Ich bin ja auch doof. Warum hole ich nicht auch die Lebensenergie? Den Trank. Weißt du was? Das mache ich. Ich habe ja noch einiges an Olafs Beutel. Ein paar Münzen klimpern darin. 25. Gorns Lederbeutel. 250. Dieser Lümmel. So. Ja, komm, ist egal. Komm, ist wurscht. So, jetzt muss ich bis zum nächsten Mittag schlafen. Ich konnte in der Zeit noch nicht alle Händler abgreifen. Nicht besessen? Nein, ich war gerade im Kloster. Okay. Ja, wie gesagt, ich war, wie gesagt, die Woche ein bisschen beschäftigt, deswegen kam so lange nichts. Und gestern war da noch der NKN da. Wir haben zusammen ein bisschen Risen gespielt und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich hast du richtig Bock, so auch Risen zum Beispiel. Ich glaube da nicht dran. Aber. Zeig. Der hat nichts gut. Aber da habe ich mir gedacht, komm. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Und es wird noch viel schlimmer. Ich habe ja noch Gothic 2, die Nacht des Raben am Laufen. Ich habe was. Eieiei. Ja, ich sitze manchmal ganz gerne im Schneidersitz vorm Rechner. Und da habe ich mir gedacht, komm, machst du erstmal das fertig. Du verkaufst Minenanteile. Das ist ja interessant. Ja, was für ein Reinfall. Auf so eine windige Sache lasse ich mich nie wieder ein. Das weiß doch inzwischen jeder. Gut, der verkauft Minenanteil. Lass mich raten. Der Typ macht das genauso. Das ist nämlich so ein kleiner Schlawiner. Ich glaube da nicht dran. Zack, such dir. Naja, ich suche mir was aus. Boah, das macht mich arm, Leute. Was geht denn hier ab? Du verkaufst illegale Minenanteile. Ja und? Was soll's? Mach ich es nicht, macht's ein anderer. Ich muss weiter. Von mir aus. Okay. Ich muss alle Händler abklappern. Das habe ich schon. Den Jora habe ich schon.
zeig mir das. Es ist mir eine... Oh, die wissen alle, dass ich Magier bin. Scheiße. So, ich muss hier irgendwas verkaufen. Weißt du was, ich mach das anders. Wo hast du die Minenanteile her, die du verkaufst? Tut mir leid. Das kann ich dir nicht sagen. Ist mir zu gefährlich. So, okay. Hier auf dem Marktplatz finde ich nichts. Was du nicht sagst. Mir fällt jetzt gerade was ein. Ich kann mich natürlich jetzt relativ gut überall hin bewegen. Okay, in der Mittelstadt habe ich nichts gefunden und in der Taverne bin ich jetzt durch. Bei den Händlern bin ich jetzt auch durch, also hier bei diesen vier Arbeitgebern da. So, jetzt gehe ich nochmal zum Hafen und guck einfach mal, was die hier so zu bieten haben. Aber vorher muss ich natürlich Kohle machen. Ich nehme natürlich so viele Münzen will ich eigentlich nicht. Was ist denn da drin? Oh, 3 Dietriche. Cool. Coolio. 100 Gold. Ja, 500 Gold sollten erstmal reichen. Leg nämlich einfach da dran, dass ich keine Lust habe, wenn mir jetzt eine umknüppel, das ganze Geld zu verlieren. Aber so ganz ohne Kohle möchte ich natürlich auch nicht rumlaufen. Leere mit. Was willst du? Was kann der Trank der Geschwindigkeit? Nee, brauche ich nicht. Zeig. Was hast du denn? Du hast nichts Besonderes. Okay. Gut. Habe ich hier die Häuser schon leer geräumt? Das sieht so aus, ne? Das sieht so aus. So, zum Glück weiß ich alles. Ich habe das Spiel so gesuchtet. Ich kenne fast alles auswendig, beziehungsweise ziemlich viel. Ich habe mir auch dazu mal ein Let's Play angeguckt. Zeig. Okay, du hast nichts. Du bist nur ein Fischhändler. Mal, Kerl. So, was haben wir denn hier? Borka, du hast mir nichts zu erzählen. Mit der Nadja möchte ich jetzt nicht. Du bist... Was? Wovon redest du da? Verschwinde! Ach, jetzt kann ich natürlich nicht mehr ins Bordell gehen. Gehört sich hier als Magier nicht, ne? So, jetzt gehe ich erstmal zu dem Typen hier. Ich glaube aber nicht, dass der Breim sowas verkauft. Zeig, du wirst in eurem Kloster keine besseren finden. So, was haben wir denn hier? Landkarte, Stadtkarte, Landkarte, Miental, Corines, Karte der Heiligen, sehr alte Karte. Die nehme ich mir mal. Ich wusste, dass du an dem Stück interessiert bist. Was für ein Stück meinst du? Na, die alte Karte, die du gerade gekauft hast. Ich kenne Typen wie dich. Ihr erkennt, wo sich die Chance auf Reichtum bietet. Ich glaube, das habe ich schon fertig gelootet. Wieso behältst du es nicht selbst? Ich bin ein alter Mann und die Zeiten, wo ich selber losgezogen bin, sind lange vorbei. So etwas überlasse ich den Jüngeren. Was ist das für eine Karte? Es scheint eine Schatzkarte oder etwas Ähnliches zu sein. Wie lange nehmen wir dann schon auf? Wenn ich dich einschätze, wirst du der Sache selbst auf den Grund gehen. 23 Minuten. Wo hast du die Karte her? Och, das habe ich in einem Packen alter Karten gefunden, die ich vor kurzem erworben habe. Die Verkäuferin muss es wohl übersehen haben. So, 23 Minuten, das reicht. Komm später nochmal wieder. So, Spiel speichern. Let's Play Spielstand, okay. Dann speichere ich hier nochmal. Zweimal ist besser als gar nichts. Und dann würde ich hier die Aufnahme beenden. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dann machen wir mit den Minenanteilen einfach weiter, wenn wir jetzt schon drin sind. Ja, hier, macht's gut, ciao.